willkommen in der Kluft der Beschwörer. Ja, willkommen zurück zur nächsten Folge League of Legends. Ja, heute wieder alleine. Das Ding ist, ich hatte eigentlich mit ein paar Kollegen LOL aufgenommen. Aber aus gewissen Gründen irgendwie habe ich es verkackt und diese Aufnahmen kann ich nicht hochladen, weil der Sound total kacke war. Hahaha, ja, geil, wa? Ja. Hier wieder, Ne, diesmal Katharina, nicht Lee Sin of the Lion, sondern Katharina in der Mitte. Habe ich jetzt schon ein paar Mal so gespielt, halt privat, und muss sagen, ich kann es nicht, ne? Deswegen übe ich es. Ganz einfach deswegen. Katharina, hier, Katharina mit epischem Skin, so richtig krass, so. Hier, guckt es euch an. Coole Back-Animation, ja. Muss man einfach sagen. Ist einfach so. Und ja, das Lustige ist einfach, ich spiele gegen eine Katharina ohne Skin in der Mitte. Heißt also Katharina versus Katharina mit Skin. Oder ja, Katharina Normal versus Kriegsherrin Katharina. Ich frage mich einfach, wie das Game wird. Das Ding ist, noch sehe ich meinen Gegner nicht. Wird lustig. Ich habe jetzt auch noch ein paar Feinheiten jetzt vorgenommen in meinen Einstellungen. Ne? Ich habe ihr gesagt, so. Oh, da kam ihre. Boots. Okay. Ich frage mich einfach, okay, sie kauft Leben und 2 Pots. Ich habe jetzt Schuge und 4 Pots gekauft. Aber ich glaube generell, das Item zum Anfang kauft man doch, macht man doch nicht, oder? Ich weiß nicht, macht man sowas? Okay, seid ihr. Ich warte, ich versuche immer zu warten, bis sie ihre Kuh raus hat. Dann kann ich vielleicht nicht so gut farmen. Alter, sie will's wissen. Sie will's wissen. Das Ding ist halt, ich habe sie jetzt angegriffen, als meine. Dieser Trade-Up, Leute. Dieser Trade-Up. Der ist so geil. So, also ich müsste farmen. Ohne Scheiß. Oh, sie kommt. Das wird echt ein reines. Okay, nice. Ich muss so versuchen, sie aus so einem gewissen Winkel anzugreifen. Klingt jetzt doof. Also irgendwie aus einem Winkel, dass sie es nicht sofort checkt, weißt du? Vielleicht könnte das die Taktik werden, mit der ich sie ein bisschen. Ulala poke. Jetzt habe ich die Kuh dafür genommen. Egal. Ich habe noch ein paar Feinheiten, weil ich ja jetzt. Also ich benutze nach wie vor jetzt die Methode. Mit OBS aufzunehmen. Ne? Also ich muss sagen, also die LOL-Runde davor. Also die letzte LOL-Folge quasi. Die habe ich ja so aufgenommen. Und da, das einzige Problem war dort, meine Stimme war leicht übersteuert. Jetzt nicht ultra, aber halt leicht, ne? Deswegen habe ich jetzt hier einfach mal noch ein paar Feinheiten eingestellt, den Pegel ein bisschen runtergedreht und. Hat sie Hilfe beordert? Oh, ich habe jetzt einen Healpot zu viel geschluckt, glaube ich. Oh, ich habe sie getroffen. Okay, nice. Sag, okay, ich mach Schaden, ne? Mach Schaden. Das Ding ist halt, sie hat halt Leben gekauft. Das macht man doch nicht, oder? Man kauft doch keine Leben auf Cutter, Mann. Oder warum hat sie eigentlich 29 AP und ich nur 90? Ich hab doch auch AP-Runen mit. Eigentlich, na egal. Ich warte da mal, ne? Weil könnte. Oh! Das war knapp. Aber hat funktioniert. Ich hasse es. Ich tank die scheiß Minions. Ich hab noch Cooldown, Leute. Ich hab noch Cooldown. Ich tue mal so, als ob ich farme. Hab die bestimmt dran. Okay, da war auch ein Ward. Okay. Sie bleibt sehr deaf, weil sie weiß, dass ich ihr Schaden mache. Also scheinbar bin ich sie gerade am Poken. Ne? Scheinbar bin ich gerade ein bisschen im Vorteil. Ich würde jetzt nicht behaupten, ich bin im Vorteil, weil. Gut, jetzt hat sie ihre Pots geschluckt. Zack. Oh! Sie will mich. Sie hat mich ignited. Sie ist strong. Oh, da kommt der komische. Schleimsack. Ne? Wie heißt das? Zack heißt er, ne? Zack. Der Name ist cool. Der Name ist too strong, wie. So, jetzt bin ich gerade ein bisschen vorsichtig, weil ich glaube, Zack könnte ihr zum Kill verhelfen. Auf der Midlane. Deswegen. Ulala safe. Ulala safe spielen. Oder sie hat halt wieder Leben, weil sie hat Healpots geschluckt. Ne? Ist halt nicht so schön. Warte, ja, sie springt bestimmt gleich auf mich rauf.
Komm, ich tu mal so. Komm, komm, ja. Komm, ich später. Ja. Das ist jetzt... Ist nicht so einfach. Ist jetzt gerade echt nicht einfach. Jetzt ist er gerade echt für mich schwer jetzt, Alter. Warum bekomme ich auch zwei Midlane? Yi, kommst du ganken? So, da ist jetzt die Cutter. So, wo ist der Zack? Zack ist abgehauen. Würde behaupten, Zack geht hoch, deswegen ping ich ihn mal. Vorsichtig sein. Ah ne, Zack ist bei mir. Alter, was will der Zack denn auf der Midlane, Mann? Der soll abhauen. Oha, gib mir... Okay, nice. Ich komme halt nicht an Gold, Mann. Das ist... Und der Draven rasiert, Mann. Okay, Blitzcrank. Holt ihn weg. Das ist gut. Hier kommt noch ein Hit, oder? Ah, schade, einer zu viel. Durch Ult habe ich ab. Sie noch nicht. Das könnte meine Chance sein. Sie hat aber mehr Leben. Und wir machen halt irgendwie den Grundschaden. Warum hat sie mehr AP? Also hat sie... gut, es kann sein, dass sie in ihren Runen... Also vielleicht hat sie in ihren Runen mehr Flat AP Damage. Was aber wohl im Late Game nicht so cool ist. Also ich befolge ja, was Runen und Masteries und so angeht, befolge ich ja Leo-Tipps, die Tipps von Leo so rum. Oder Leos Tipps, die er mir halt so gibt, immer, ne, weil Leo kann das Game halt. Also Leo hat schon recht, wenn der was sagt, dann stimmt das auch, glaube ich. Und wenn jetzt irgendwelche LOL-Pros kommen, ja, Flat Damage ist viel besser als Magiebestimmung, dann würde ich einfach behaupten, nö, stimmt nicht. Weil ich, also Leo spielt schon seit Season 2 oder 3 LOL, also Leo ist schon ziemlich lang dabei. Deshalb, also, ich vertraue da echt Leo komplett, was das angeht. So, ich gehe aber gleich back, weil jetzt hier ewig mit Lowlife rumgammeln bringt nicht viel, deswegen tschüss. Ja, also ich ping mal hier, dass ich gleich mal Hilfe brauche oder dass er mal die Lane deffen soll. Das könnte er mal tun. So, ich habe Magiedurchdringung. Soll ich Magiedurchdringung oder soll ich jetzt direkt auf... Ich gehe mal direkt auf AP. Das Ding ist auch, wir haben Bild und wir haben den Teemo. Das könnte... Oha. Kommst du mir entgegen? Ja. Lol, als ob er einfach... Lol. Wieso geht er denn weg? Oh! Oh! Yi macht Sachen! Krasser Boy! So, ich geh mal hier hoch. Tschüss. Tunnelmeer ist auf seiner Top-Lane verschwunden. Hallo, Katharina. Oh, der gewordet. Hat's mich gesehen? Ah, Zack wird... Na, pass ich mal lieber auf. Kein zurück. Weil Zack könnte kommen und, ne, einmal zacki-zacki hier, Butzo. Ich weg. Oh, sie flasht. Was? Warum flasht sie denn? Flash OP, Alter. Flash OP. Alter, Vater Murugwala. Warum flasht sie denn? Ich war doch überhaupt nicht nah dran. Oder, ich meine, hätte ich sie killen können? Ich glaube nicht. Ich meine, ich tower da jetzt wieder nicht als Katharina, Mann. Als Katharina kriege ich so viel Schaden. Okay, Zack probiert Sachen aus. Zack hat Sachen versucht. Ne? Hat auch funktioniert. Er heilt sich. Wohin heilt er sich denn, bitteschön? Ja, Zack hat auch so einen krassen Sprung, wie wir gerade gesehen haben. Zack kann voll lustig durch die Gegend jumpen. Voll lustig. Zack. Ja, Katharina ist halt weg, ne? Aber dass hier so ein dauerhafter Dings rumgammelt, geht mir leicht auf den... Alter, der Typ! Was ist das für einer? Ey, wenn ich Zack, also wenn ich jetzt einfach nur den Champ, ja, einfach so sehe, muss ich sagen, Zack scheint ein cooler Champ zu sein. Okay, die wollen die Top-Lane recken. Wollen? Ja, schaffen sie nicht, oder? Nö. Ja, Master Yi stirbt sogar noch, oder? Nee, okay, tut er nicht. Katharina ist wieder da und ich komme von hinten. Oh, ich mach Schaden. Guckt euch das an. Zack, QEW, fast Half-Life. Aha, Half-Life 3 confirmed. Huhu. Ha, lustig. Auf dieses Spiel können wir lange warten. Dieses Spiel werden wir never ever zu Gesicht kriegen. Oh, sie ultet! Sie ignited mich! Sie ist cool! Sie ist cool. Die Frage ist, kriege ich sie? Sie hat keine Ult. Ah, wow, das war knapp, aber hat funktioniert. Aber hat sie gerade wieder geultet? Also hat sie gerade wieder geultet? Ich weiß es nicht, egal. Ich habe es geschafft, sie zu töten,
Das war mein 1-0, ja. Hat ein bisschen lang gedauert, aber ich hab's. Ich hab's, so. Ich überlege immer, zwischen Magiedurchdringung und Ablegenzeitverlängerung. Ich kaufe mir mal Magiedurchdringung. Glaube, das ist ein bisschen besser. Jetzt, weil die Katharina, was baut die denn? Baut die irgendwas, was mir auf den Sack geht? Oh, sie hat aber schon den übergroßen Stab. Sie hat halt Geld für ein bisschen Items gespart. Also für ein gutes AP-Item halt, ne? Ich habe jetzt halt Schuhe fertig schon. Magiedurchdringung. Und ja, weil es kann halt sein, dass sie Magieresistenz in ihren Runen drin hat. Das heißt also, dass ich mit den Schuhen dann schon mal diese Magiedurchdringung umgehe quasi. Also so würde ich jetzt mal schätzen, ne? So würde ich jetzt einfach mal schätzen. Das ist so ungefähr jetzt ist. Also mein AP-Schaden ist halt schon echt nicht schlecht. Jetzt pokt sie mich halt ein bisschen gerade. Weil ich gerade irgendwie nicht dazu komme, sie zu hitten. Sie ist ein bisschen tanky irgendwie. Keine Ahnung. Sie macht halt mehr Schaden als ich. Aber gut, sie hat doch schon AP 118. Bisschen viel. Aber wie gesagt, dann werde ich mal jetzt. Ich habe aber dafür schon mehr Movement Speed. Sie macht mehr Schaden, ich habe mehr Movement Speed. Ja, ist halt blöd, weil sobald ich an sie rangehe, haut's. Also ist halt immer so ein Kuh-Kuh-Trade, ne? Sie macht einen Kuh, ich mache einen Kuh. Oh. Warte mal, zack und weg. Wo ultet sie? Sie ultet. Sehr schön. Wollte ich zwar jetzt nicht. Also, was heißt sehr schön? Ich hätte meinen Schaden gedrückt, ich habe meine Ult zwar auch noch ab. Kommst du? Kann er helfen? Mal. Oh, Tower Dive ziehen. Ich habe auch noch Ignite, ne? Ich habe keine Pots gekauft. Ich müsste mir generell im Early mehr Pots kaufen. Das ist wichtig. So, Masi kommt. Oh. Oh, 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 oh. Ah, schade, Mann. Sie ist im Busch gegangen. Dadurch konnte ich sie nicht. Das war dumm. Das war dumm. Ich hätte wegbleiben müssen. Wahrscheinlich hat sie darauf gewartet. Und das gibt's nicht, Alter. Wow, macht die Damage. Okay. Okay, jetzt zurückfallen. Nicht zurückfallen. Ich spare jetzt komplett Geld. Komplett Gold spare ich jetzt auf Loons Echo. Das Ding ist halt, sie hat jetzt fast zwei Kills bekommen. Jetzt einen Kill bekommen. 1-1. Sie steht auch 1-1, ne? Ja, 1-1, 1-1. Okay. Okay, okay, okay. Ja, ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Ja, ruhig bleiben. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich will nicht verkacken. Ich will nicht reinfeeden. Ich will dieses Game schaffen. Also ich will dieses Game gut spielen, was heißt schaffen. Ob wir gewinnen, ist jetzt die eine Sache, ne? Aber ich will halt auf jeden Fall, ne, bisschen was zeigen hier. Ich meine, die letzte LOL-Folge war jetzt nicht so richtig, war jetzt nicht gut, aber ich hab's halt hochgeladen, weil ich fand's lustig, wie lange wir einfach gedefft haben. BZW, wie lange uns die Gegner am Leben gelassen haben, ne? Also ich fand das schon sehr, sehr amüsant. Nur Narren zögern. Okay, jetzt haben sie mich gesehen? Sie haben mich gesehen, glaube ich. Drake ist ab, Leute. Drake, EOD, machst du? Machst du die? Machst du nicht? Warum? Gut. Weil ich es kann. Ich überlege gerade. Der Gegner hat den. Was stand da gerade? Achso, ich habe die Drachen markiert. Ich dachte gerade, da stand was von wegen. Ja, jetzt bin ich nicht da. Ich bin ein bisschen blöd gelaufen. Boah, ja. Okay. Boah, Blitzcrank? Nee, Braum. Das war Braum. Braum. Das war Braum. Ja, Braum. Braum ist tanky. Was baut denn der Bruder Braum? Oh, er baut aber noch nichts richtig, was ihm Rüstung oder Magie-Risi gibt. Er baut bis jetzt so ein bisschen Leben und sein komisches Reliktschild. Ja, Katharina hat den Midlane-Tower jetzt gemacht. Sie macht mehr Schaden. Die macht mehr Schaden. Das ist halt so ein Skill-Matchup des Todes, Mann. Deswegen muss ich jetzt viel Rogue, also in meiner, also ich würde jetzt behaupten, da die gegnerische Cutter scheinbar ein bisschen besser ist als ich, müsste ich Roman gehen. Da kommen aber zwei Gegner. Da kommt ein Zack. Oh, Katharina kommt mir entgegen. Die sagen an. Oh, ja. Oh, Blitzcrank ist da. Ich baite euch. Ja, ja, hier bin ich. Oh, komm, grab sie. Grab sie. Grab sie, grab sie, grab sie. Grab sie. Nein, 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 nein. Oh. Ich
geh weg, ich hau ab, ich sterbe sonst. Katharina will mich, ich kann nichts machen. Scheiße. Nein, 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 nein. Der Lowlife-Sack. Ach, Kacke. Und die kommt jetzt erst. Kommt ihr? Ich bin noch da. Zack ist noch da. Zack ist noch da. Lauf mal. Ah, die Katharina ist wieder abgehauen, oder? Zack, Zack, nein, nein, Zack. Ja, wo ist Zack hin? Oh, er killt mich noch. Nein, ich wollte eigentlich einen Wortjump machen. Ich wollte einen Wortjump. Ich kann auf den Pilz springen. Unglaublich. Unglaublich. Timo. Timo. Timos Pilz hat mir mein Leben gerettet. Alter. Nein! Alter. Das ist nicht euer Ernst. Kommt die Katze hoch. Junge, 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 Junge. Junge, 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 Alter. Timo war da. Escape. Alter, ist das ihr Ernst? Oh, jetzt kriege ich sie noch. Oder? Nein, ich krieg sie nicht. Sie hat mich gesehen. Ja, sie sieht, dass ich hier gefolgt bin. Alter. So, kann ich jetzt weggehen in Ruhe? Bitte. Ist das ihr Ernst? Warum? Nein, scheiße. Ich hätte einfach nur weggehen sollen. Ach, Kacke. Ja, die, ja, rauf, 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 Katha. Nein, 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 sie ist hier. Nein, sie ist dort. Oh Gott. Oh Gott. Alter, ich fass es nicht. Okay. War jetzt auch dumm von mir, keine Frage. Ich bin halt, ich war greedy. War wieder viel zu greedy. Oh, scheiße, Mann. Ich raste aus, Mann. Ich wollte das Spiel, glaube ich, leiser stellen. Ich weiß nicht, ob das passt. Mal lieber noch ein bisschen leiser. Das Spiel war halt, dadurch, dass ich mein Mikrofonpegel jetzt runtergestellt habe, muss ich das Spiel auch ein bisschen leiser machen, ne? Weil der Nachteil jetzt an so einer OBS-Aufnahme ist, ich kann es nicht im Nachhinein abgleichen, weil alles in eine Tonspur fließt. Alles. Scheiße, so, ich gehe mal Toplane treffen. Kacke, Mann, ich hätte einfach weggehen müssen, dann wäre ich jetzt nicht gestorben, dann hätte ich jetzt nicht 2-2. Aber so ein Tründer, ne? Ist halt schon hart. Zack. Ich gehe mal mit Lane, wo ich komme. I'm coming to Master Yi. Oh, er kommt hoch. Oder? Nee, er kommt nicht hoch. Mach ich an 6 Schaden? Gott, ich habe halt echt Angst vor der Cutter. Das ist halt leider so. Und ein Trümmer kommt. Nein, 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 die sandwichen uns, Leute. Yo, Tower Dive? Tower Dive ist real. Kann man machen. Kann man machen. Ich habe jetzt ein bisschen AP. Also, so wenig Schaden dürfte ich jetzt nicht machen. Ja. Alter, er geht halt. Er flasht. Oh, scheiße, Mann. Ist das sein really Ernst? Ah, das Game. Das Game wird wieder ultra. Aber Mann, das Spiel ist mir gerade ein bisschen zu leise. Ich glaube, ich muss noch wieder lauter. Weiß ich. Lauter auf keinen Fall, weil es war ja letztes Game, wie gesagt, schon ein bisschen zu laut. Scheiße. Ey, die Pilze. Ich bin halt. Ah, wenn ich da jetzt. Ah. Ich weiß nicht. Oh, Zack ist halt. Ulala low. Ulala, ulala. Katharina kommt mich holen. Oh, sie geht weg. Krieg sie halt nicht, ne? Sie burstet mich sofort. Burstet mich sofort. Schaden macht der Boy. Der macht bestimmt den Schaden. Ja, Mann. Ich kann nichts machen gerade, Mann. Ich bin so useless gerade wieder im Spiel. Ich hasse das, wenn ich so einfach nichts machen kann. Ich komme nicht an Gold. Könnte mich jetzt aufs Farm fokussieren, ja, klar. Aber wenn ich halt jetzt hier so beim so einem offenen Tower stehe. Ja, weil da kommt so eine Cutter mit dem Loons Echo. Und sie ultet mich auch, Alter. Mein Gott, oh Gott, Rinder kommt.
Steht 7-15, Mann. Ich will nicht reinfiedeln. Das hat er gesehen. Das hat er gesehen. Ah, sie kommen. Sie wollen mich. Nur Narren zögern. Hat Draven markiert? Ach so. Oh! Als ob sie ge... Als ob sie gewordet hat, oder? Hä, wieso hat sie denn da jetzt wischen? Haben die echt hier gewordet? Also hier müssen die ja gewordet haben, oder? Weil wenn sie hier keine Vision gehabt hätte, hätte sie nicht auf mich springen können. Oder? Liebe Freunde der Nacht. Habe ich da recht? Habe ich da Unrecht? Verratet es mir. Danke. Oh, Kacke. Ich bin useless. Ich bin useless. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß. Wenn deine Cutter ist und hier kein Wort ist, hätte... Ich meine, da ist ja dann keine Vision. Sie sieht ja nicht, dass ich da lang gehe. Eigentlich. Oder habe ich jetzt was falsch verstanden im Spiel? Kein zurück. Oder verstehe ich generell die Vision und Wording Sachen nicht richtig? Kommen wir dann mal. Oh, hallo! Ah, sie macht Schaden. Oh Gott, als ob. Oh nein, da kommt ein Gravenmann und räumt auf. Oder? Wie Ash? Alter, Ash hätte helfen können. Ash hätte Q-Auto-Hits. Draven wäre verlangsamt worden. Mann, ich raste aus. Ich habe 2 Kills jetzt halt gemacht, ne? Ja, 4-4. Oh, boah. Ne, 4-4 Cutter. Ohne Scheiß. Ganz ehrlich, ich muss sagen, es gefällt mir nicht. Es gefällt mir nicht. Rüstung oder Magieresistenz? Eigentlich Magieresistenz, oder? Ja, aber ich will Schaden machen. Ich baue Sylas. Ich baue erstmal Rabadons. Ich versuche jetzt mal auf Full Damage zu gehen. Scheiß mal erstmal auf irgendwelchen defensiven Scheiß. Boah, defensiven Scheiß meine ich. Und ja, mal schauen. Mann, 4-4 Cutter ist halt eigentlich nicht gut, Mann. 11-22, naja. Mal gucken. Wir haben halt einen Teemo, ne? Ein Teemo ist lustig. Ein Teemo ist immer lustig. Oh, Draven räumt auf. Draven räumt auf. Weil ich es kann. Meine Ult macht halt eigentlich schon ziemlich viel Damage. Es ist halt voll krass. Ich finde die Skalierung, die AP-Skalierung mit Katarina ist OP. Muss man einfach sagen. So, ich komme. Ich kann nicht warten. Ich könnte den Draven kriege ich, oder? Ja. Das ist halt kacke, da. Ich krieg halt sowas dann nicht mit, wenn dann so ein Zack kommt. Das ist halt bei mir noch voll fail. Weißt du, ich guck woanders hin auf die Minimap. Oh Gott, ja. Scheiße. Oh, die Pilze. Die... ich sterbe. Ich wollte nicht sterben. Er hat geultet. Ich bin weggesprungen. Kuh habe ich gleich ab. Nein, ich wollte gerade auf Blitzcrank springen. Ah, Mann, ich hätte, Mann, jetzt regt mich, jetzt weiß ich halt nicht, okay, was hätte ich besser machen können in diesem Teamfight? Hätte ich gleich reinspringen sollen, ulten, dass ich vielleicht Zack und, Braun weggehabt hätte? Nee, Quatsch, wir waren jetzt hier, Zack und Tründer, gut, Tründer nicht, aber, ihr versteht, was ich meine, oder? Was? Mann, mich kotzt das an, mich kotzt das richtig an, dass ich das, so Teamfight-Situation, ich kann die Situation null einschätzen, null. Wird mich dafür echt schlagen. 4-5 Cutter. Mann, eine 4-5 Katharina. Es ist Katharina. Katharina. Katharina ist kein schwerer Champ. Katharina Schwierigkeit Stufe 1 oder 2 vielleicht. Es ist halt. In Teamfights halt dann so dieses mit dem E, wegspringen, hinspringen, bla, Keks, ja? Das ist vielleicht ein bisschen schwer. Aber der gesamte Scheißrest. Alter. Oh Mann. Okay, killt ihr sie noch? Killt ihr ihn? Macht ihn. Na, okay. 2 Assists, kann man so stehen lassen. Ich bin halt reingesprungen. Ich bin halt
reingesprungen, während die gegnerische Cutter geultet hat. War natürlich nicht so schlau. Aber dafür, dass ich dann noch reingeultet mit hab, ist halt Katharina und Tryndamere gestorben. Also es war jetzt ein Trade, glaube ich, 2 gegen 1. Ja, 2 gegen 1. Na gut, Yi ist ja auch noch gestorben. Okay, 2 gegen 2. Gut, ich mach alles zurück. Ah, Mann, ey. Ich stehe so bad. Ich stehe so bad, Leute. Achso, und falls man übrigens ab und zu mal einen Ruckler wahrnimmt, das ist, wie gesagt, zurzeit so, weil ich zurzeit keine Grafikkarte habe, aber trotzdem gerne Videos produzieren würde, wollen, tun, möchten. Ja, ja, ihr versteht. Grafikkarte kommt demnächst, eine neue, und dann passt das. Ich zock zurzeit nämlich CSGO, also ich zock zurzeit nur LOL und CSGO. Und das beides über den Onboard-Chip. Und ich finde es halt krass, dass ich da CSGO überhaupt halbwegs zocken kann. Oh. Ah, sie ultet. Das ist, glaube ich. Blitzcrank! Ja. Ich sage jetzt mal nichts, weil es war jetzt nicht seine Schuld. Meine E war einfach irgendwie nicht früh genug ab. Jetzt bin ich halt total dumm. Rein, ich wollte halt die Minions farmen eigentlich. Und 4-7 Cutter. Es wird immer schlimmer. Alter, komm, den Grab, Junge. Das hättest du echt besser machen können. Oh Gott. Mal gucken, ich denke mal. Das nächste LOL-Game werde ich mit Blitzcrank spielen. Mal gucken, wie. AD sofort. Oh! Oh! Knock up! Blitzcrank! Knock up! Knock up, Blitz. Oh, der Sack. Oh, Scheiße. Und ich bin nicht da. Ich kann nicht reinholen. Oha, jetzt reinholen. Jetzt reinholte. Alter, Tründer macht Schaden. Ja, Braum habe ich weggekriegt, der Rest. Oh, fuck. Okay. Zack, 800 Gold noch, dann geht's. Okay, ich baue Full Damage. Ich scheiß mal auf jegliche Resistenz oder Rüstung oder Leben. Ist mir egal. Ich will Schaden machen. Nachher noch leeren Stab dann holen, dann geht ab. Dann geht's ab. Ach, Kacke, Mann, wir verlieren schon wieder. Mich regt das auf. Wir haben halt gerade schon verloren mit dem Sinners Game. Die liegt aber auch daran, dass ich die Champs einfach nicht kann. Ich habe einen Farm von 66, das ist richtig schlecht. Guckt euch den Farm von den Gegnern an, Mann. 156, 159. Das ist halt mich mega strong, ey. 5-8, Katharina, 5-8. Ich muss besser in den Teamfights zur Geltung kommen. Eine Katharina springt rein, ultet, killt dann eigentlich einen, springt dann wieder raus und killt dann wahrscheinlich beim Sprung und QWE noch einen, weil das Ding ist halt, Katharina kriegt ja pro Kill, den sie innerhalb von 3 Sekunden irgendwie macht, kriegt sie ja Cooldown Reduction, ne? Also halt, dass sie halt, also dann sind, also ihre QWE sind halt immer ab, die sind immer da, nach einem Kill, die sind immer ab. Deswegen, dann springt man normalerweise da raus und macht dann eigentlich meistens mit einer QWE-Kombo den nächsten Kill. Und dann ist halt meistens schon wieder die Ulti ab. Dann geht man wieder mit der E rein und ultet dann, ja, ultet dann wieder. Das ist halt richtig strong mit Katharina. Oh. Oh, ich mach Schaden, er aber auch. Kommst du? Je, ich dachte du. Ja, klopf, 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 klopf. Oh nein, Katharina macht halt auch Schaden, Mann. 400 AP. Oh, Scam. 5-9, Katha. Mann, die Draven kriege ich halt fast schon im 101 Platz, glaube ich. Aber halt nur fast. Das ist ja mal. Ja, der macht halt auch den Schaden des Todes, Mann. Das Lustige ist, Braum baut bis jetzt nur Rüstung, oder? Wenn ich das hier sehe, Braum baut Rüstung. Ja, keine Magieresistenz, oder? Was macht der komische Kristall? Nur Leben. Nee, Mana. Ja, Braum, ne, kriege ich halt auch ganz gut weggeschnittet, so glaube ich. Also würde ich mal behaupten. Ey. Dieser Schaden.
Mal ohne Witz. Oh Gott. Oh, da kommt die Draven Old, Mann. Oh nein. Ich holte rein, ich bin aber sofort tot. Einfach weil... Mann, siehste, jetzt Beispiel. Wenn ich Braum noch getötet hätte, hätte ich locker rausspringen können. Hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, weil ich das so von meinen Reflexen her noch nicht so richtig kann. Also ich kann das noch nicht mit dem so... Sobald die Till wieder safe halt rausjumpt, ne? Ist bei mir doch nicht so, ne? Geht halt nicht, weil mein Kopf da noch nicht... Meine Reaction ist da noch viel zu low für. Aber ne, jetzt Beispiel, man hätte es halt so machen können, ne? Zack, Braum tot, rausspringen. Und dann halt, ja, weiß ich nicht, dann halt auf jeden Fall erstmal safe. Ne? Mann, ich raste aus. Ich krieg die Tür nicht zu. Keine Ahnung, ich frag mich auch manchmal macht Loons Echo den Schaden des Todes und manchmal irgendwie nicht. Keine Ahnung, also ich verstehe auch nicht ganz, wie sich das verhält mit Loons Echo da und so und bla und Keks. Kein zurück. So, ich warte mal hier. Okay. Ja, sind halt alle weggegangen, ne? Einfach alle Gegner miss, einfach alle. Mach halt noch überhaupt keinen Schaden, Mann. Jetzt haben sie halt auch super Vasallen, Mann. Die Ashe ist halt auch, die Ashe kommt überhaupt nicht auf ihr Zeug. Die hat halt doch ihre Pots. Also entweder hat sie die neu gekauft oder sie hat ihre Pots einfach nie benutzt. Der LOL. Guckt euch das an, Mann. Als ob ich hätte. Da hätte ich jetzt dodgen können, ich weiß. Da hätte ich jetzt locker easy dodgen können, dann killt ihr aber. Ja, ich hätte dodgen können jetzt gerade. Oh, wir haben aufgegeben. Geil. Ja. Oder? Stand gerade 4-1. Ach, gegen eine Aufgabe. Lol. Oh ja, ich... Ja gut, lol. Dass wir alle noch spielen wollen? Was? So, Rabadons. Jetzt habe ich auf jeden Fall... Ja, ein bisschen AP. Ein bisschen. Ein bisschen. So, Lehrenschlag, glaube ich, als nächstes. Eventuell, ja, oder vielleicht aus Syans, ich habe keine Ahnung. Aber als... Okay. Katharina terminiert. War jetzt mehr oder weniger Abstaub, aber egal. Halt Shutdown-Gold. Bekommt man jetzt dafür? Hab ich jetzt dafür bekommen. Ah, scheiße, Mann. Da kommt ein 6. Stunt meine Ult. Das ist so scheiße an meiner Ult, Mann. Die lässt sich so leicht... Macht ihn weg! Macht ihn weg! Raum, fokussier! Ja, da fokussier Zack! Ach, beide weg! Mach beide weg! Komm, das schaffst du doch! Mann, komm, es ist ein Blitz! It's a Blitz! Oh, weh, du kommst nicht ran! Hau ihn doch! Blitz! What are you doing? Also, ich finde, das hätte der Blitz ja Baron Buff. Die haben Baron Buff. Aber ganz ehrlich, das hätte der Blitz doch jetzt eigentlich easy peasy machen können, oder? Also er hätte wenigstens noch einen holen können, ne? Nicht beide, aber einen, oder? Also der Meinung bin ich jetzt schon. Ganz ehrlich. Oh, er ultet. Jetzt müssen wir alle rauf. Alle rauf. Kannst du ihn slowen? Oh, nice, Timo. Nein, nein, weiter. Oh. Da kommen Sachen. Ja, dicke Sachen. Scheiße, Mann. Wir können nichts machen. Das ist so bitter. Ich brauche Cooldown Reduction, die ich nicht habe. Oh nein, Mann. Oh, nice. Zack. Und mein S ist kassiert. Ich muss halt an Gold kommen jetzt endlich. Timo macht Pilze. Genau, Timo. Immer schön Pilze machen. Immer schön Pilze, Timo. Als ob unsere Ashe jetzt abhaut. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Als ob, so bestehe ich. Ja, 6-12. Oh Gott. Mann, ey. Lade ich das hoch? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich lade ich es hoch einfach.
Ja, einfach. Okay, er ist wieder da. Alles okay. Alles okay. Hallo, Tründer. Tründer, machst du Schaden? Tründer, machst du Schaden? Ich glaube, er macht Schaden. Oh, hallo, Braum. Wow! Ich mach an so einem Typen hier, ne? Oh, oh, oh. Zack. Oh, nice. Ihr habt Katharina gestunt. Leute, ich will nicht sterben. Ich muss schnell in die Base. Schnell in die Base, schnell in die Base. Kann ich mir irgendwas kaufen? Ja, komm hier. Scheiß drauf. Komm, komm, komm. Schnell, schnell. Also, ich meine, gewinnen können wir es mit Sicherheit nicht mehr. Aber ich soll noch ein bisschen rauszögern, das geht. Oh, da kommt ein Zack. Ups. Alter, Katharina ultet. Alter, ich mach kein Damage. Habt ihr das gesehen? Ich mach keinen Schaden, Mann. Ich mach keinen Schaden. Es ist richtig bitter. Katharina macht einfach 400 AP. Oh, ich mach auch nicht. Ja gut, ich baut jetzt erst Schuhe, Mann. Lol, okay, nice. Katharina terminiert. Kann man machen. 1000 Gold. Ja, leeren Stab, glaube ich. Einfach ein bisschen, ne, da jetzt durch die Rüstung in den Bild zu kommen. Alter, Gründer, Mann. Alter, er tankt den Scheiß. Schade. Ja, jetzt bin ich halt da, aber kann nichts machen. Ich kann einfach nichts machen. Ich bin eine richtige Useless-Cutter. Das steht fest. Jetzt machen die den Top-Lane. Ich weiß nicht. Als ob! Alter, Tründer stirbt nicht. Okay, doch. Timo, Timo, Timo! Fokusse, fokussen! Nein, nein, oh, Timo, du hättest ihn von Anfang an machen! Müssen. Ja, okay. Ja, Timo, also ich bin der Meinung, Timo hätte Draven noch gekillt. Er hat sich jetzt halt voll auf die Minions konzentriert, irgendwie, was man ja eigentlich nicht machen sollte. Es ist halt gerade. Es ist halt gerade nicht so schick. Schön, schön. Nein, nein, ja. Blitz und Ash können halt ein bisschen deffen. 6 Sekunden. Oh! Der Tower! Nein, der Tower fokussiert den Draven nicht! Als ob! Ich sterbe sofort. Braum killt mich halt. Geh rein, Ulte. Ein Kill, wow. Wow. Alter, Leute. Euer Ernst. Schade. Mann, ich verliere in letzter Zeit nur noch, ja. Es ist cool. Ja gut, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.